Du bist musikalisch, hast aber trotzdem Lust auf etwas Handwerkliches. Dann könnte der Beruf des bzw. der Handzuginstrumentenmacherin genau der richtige für dich sein. Denn Handzuginstrumentenmacherinnen sind in ihrem Arbeitsalltag damit beschäftigt, sogenannte handgezogene Musikinstrumente herzustellen. Das könnten zum Beispiel Akkordeons sein. Sie stellen aber auch angeblasene Instrumente wie Mundharmonikas her. Wenn sie ihre Arbeit vorbereiten, fertigen Handzuginstrumentenmacherinnen Zeichnungen und Skizzen an und wählen die passenden Werkstoffe aus. Außerdem sprechen sie mit ihrer Kundschaft über deren Wünsche, um dann einen Entwurf des herzustellenden Instruments anzufertigen. Ist dies geschehen, beginnen sie damit, die einzelnen Bauteile herzustellen und schließlich zum fertigen Instrument zusammenzusetzen. Dieses wird abschließend von ihnen gestimmt und ein letztes Mal überprüft, bevor es an die Kundschaft übergeben wird. Die Ausbildungsdauer dieser Ausbildung beträgt 3 Jahre und während dieser 3 Jahre kannst du mit einem durchschnittlichen Verdienst von ca. 565 Euro im ersten Ausbildungsjahr, ca. 630 Euro im zweiten Ausbildungsjahr und ca. 725 Euro im dritten Ausbildungsjahr rechnen. Du arbeitest in dieser Ausbildung während der Werktage und deine Einsatzorte sind Betriebe des Musikinstrumentenbaus und Reparaturwerkstätten von Musikfachhändlern. Was deine Fortbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten anbelangt, so hast du die Möglichkeit, dich zur Ausbilderin oder Meisterin fortbilden zu lassen oder du studierst anschließend. Keine Sorge, es gibt noch mehr Möglichkeiten der Fortbildung. Wenn du weitere Informationen zu diesem Thema suchst, findest du unten in der Videobeschreibung einen Link. Diese Berufsausbildung verläuft dual. Du verbringst deine Zeit also nicht nur in deinem Ausbildungsbetrieb, sondern auch in der Berufsschule. Dort setzt du dich dann mit den theoretischen Grundlagen für deine praktische Arbeit im Betrieb auseinander. Du beschäftigst dich mit den Werkstoffen, Werkzeugen und Geräten, mit denen du arbeitest und du erfährst etwas zu den Themen Fertigungsplanung, Klangerzeugung und Fertigungsverfahren. Auch die Bereiche Oberflächenbehandlung, Musikinstrumente und Handzuginstrumente stehen auf dem Lehrplan. Während du diese Dinge in der Berufsschule lernst, werden dir in deinem Ausbildungsbetrieb die praktischen Handgriffe deines Arbeitsalltags beigebracht. In der ersten Ausbildungshälfte wird dir beigebracht, wie du deine Arbeitsschritte planst, den Materialbedarf schätzt und Skizzen und Stücklisten anfertigst. Auch die Auswahl von Leimen und Klebern je nach Eigenschaften und Verwendungszweck sowie der Umgang mit Schnitt- und Spezialwerkzeugen stehen auf dem Programm. In der zweiten Ausbildungshälfte dreht sich alles um die zeichnerische Darstellung spezieller Merkmale von Instrumenten, das Hartlöten von Bauteilen aus Eisen- und Nicht-Eisenmetallen und die Kontrolle von Instrumenten auf ihre Funktion. Während deiner Ausbildung hast du eine Zwischen- und eine Abschlussprüfung, die jeweils in deinem zweiten Jahr und am Ende der Ausbildung stattfinden und beide aus theoretischen und praktischen Bestandteilen bestehen. Aber nicht nur deine Prüfungen sind wichtig, wenn es um das erfolgreiche Absolvieren deiner Ausbildung geht, sondern auch das Berichtsheft, das du während der 3 Jahre führst und das regelmäßig von deinen AusbilderInnen kontrolliert wird. Grundlegende Voraussetzung für eine Laufbahn als Handzuginstrumentenmacherin ist ein gewisses Interesse an handwerklichen Aufgaben und Hände, die geschickt genug sind, diese auszuführen. Außerdem brauchst du in diesem Beruf geschärfte Sinne, du solltest gute Augen und ein gutes Gehör haben. Schulisch suchen die meisten Ausbildungsbetriebe in der Regel nach BewerberInnen mit guten Noten in Mathe, Physik, Technik und Werken. Was den genauen Schulabschluss anbelangt, so gibt es jedoch keine Empfehlung. Jetzt gibt es für dich noch eine schnelle Zusammenfassung der wichtigsten Inhalte dieser Ausbildung. Mehr Infos zum Beruf findet ihr über den Link in der Videobeschreibung. Findet ihr den Beruf interessant? Dann schreibt uns doch eure Meinung in die Kommentare. Hat euch das Video gefallen? Dann würden wir uns sehr über einen Like freuen. Außerdem abonniert doch unseren Kanal und ganz wichtig, aktiviert die Glocke, damit ihr keine neuen Videos von uns mehr verpasst.